Hallo, mein Name ist Fabian vom Kundenzufriedenheitsteam hier bei Kevox. Heute geht es um Kevox Go auf Ihrem iOS-Gerät und um Einträge. Auf dem iPhone öffne ich die Kevox Go-App. Ich lande in der Projektübersicht. Hier sehen Sie alle Projekte, die Sie angelegt haben. In einem anderen Video habe ich ja bereits die Werkstätten Schreiner hier hinzugefügt. Dort tippe ich jetzt einmal drauf. Im Projekt selber werden mir alle Einträge angezeigt. Einen neuen Eintrag kann ich hinzufügen, indem ich oben rechts auf das Plus drücke. Ich möchte gerne einen Mangel erfassen. Dazu tippe ich oben links auf Mangel. Mit einem weiteren Tipp auf die Kamera kann ich mir aussuchen, ob ich ein Live-Foto mit der Kamera machen möchte oder ein vorhandenes Foto aus der Galerie auswähle. Ich klicke einmal auf Galerie. Hier wähle ich aus meinen Fotos diese kaputte Türklinke aus. Ich kann jetzt die Kevox Textbausteine nutzen. Dazu tippe ich auf den Pfeil auf der rechten Seite. Ich scroll einmal durch die Liste zur Tür. Und ich wähle den Textbaustein Schloss bzw. Drücker Defekt aus. Sie sehen, Kevox Go ergänzt mir den Titel für meinen Mangel, die Beschreibung und die Maßnahme. Das nächste Feld ist die Inventarnummer. Die kann ich hier, falls sie vorhanden ist, eintragen oder mit der Kamera abscannen. Dafür benutze ich einmal den QR-Code-Leser von meinem iPhone. Ich klicke hier auf das Barcode-Icon, gucke einmal den Barcode in meiner Tür an und scanne ihn ab. Unter der Inventarnummer habe ich noch weitere Felder, die ich ausfüllen kann. Ich wähle einmal den Pfeil bei Gebäude und wähle das Hauptgebäude aus. Bei Etage nehme ich einmal die 16. Ich kann bei den meisten Feldern entweder was aus der Vorauswahl auswählen oder eben meine eigenen Informationen reinschreiben. Status wähle ich nicht begonnen. Priorität setze ich in diesem Fall auf Mittel und eine Frist von ungefähr 5 Tagen. Für die Zuständigkeit wähle ich einmal den Hausmeister aus. Benötigte Arbeitszeit ist in diesem Fall noch nicht erfasst. Ich tippe einmal auf Speichern. Sie sehen unten eine rote 1, die sofort verschwindet und der Eintrag ist jetzt in diesem Fall synchronisiert. Ich möchte weitere Einträge in meinem Projekt Werkstätten Schreiner hinzufügen. Dazu tippe ich wieder auf das Plus oben rechts. Diesmal wähle ich Prüfung aus. Sie sehen, die Ansicht sieht fast genauso aus. Ich klicke einmal auf die Kamera, wähle die Galerie und suche mir das passende Foto aus. Im Feld Bereich tippe ich einmal Feuerlöscher ein und schreibe in den Titel, also die Überschrift meines Eintrages, Prüfung erfolgt. Ich kann auch einen Beschreibungstext dazu hinzufügen. Eine Maßnahme ist in diesem Fall nicht erforderlich. Die Inventarnummer habe ich ja schon auf dem Foto gesehen. Das ist die 4115. Zusätzlich kann ich wieder angeben, in welchem Raum sich mein Feuerlöscher befindet. Dazu wähle ich das Hauptgebäude, die Etage 16 und den Raum 169. Status in diesem Fall erledigt. Priorität gebe ich nicht an. Frist brauche ich auch nicht. Zuständigkeit auch nicht. Ich schreibe noch eine Arbeitszeit dazu von in diesem Fall 15 Minuten. Ich tippe einmal auf Erstellen. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt einen orangenen Balken. Dieser Balken bezieht sich auf die Priorität. Die habe ich beim Feuerlöscher nicht vergeben, deswegen wird sie mir hier auch nicht angezeigt. Als letztes möchte ich noch eine Unterschrift hinzufügen. Dazu tippe ich oben rechts auf das Plus und einmal auf Teilnehmer. Ich wähle jetzt hier in dem Fall meinen Namen aus. Und unterschreibe einmal. Mit einem Tipp auf den Haken bestätige ich meine Unterschrift und tippe auf Erstellen. Nun möchte ich meine gesammelten Einträge ausgeben. Dazu habe ich zunächst zwei Möglichkeiten. Sie sehen die beiden Druckersymbole. Oben das blaue und ein bisschen weiter darunter das schwarze. Das schwarze Druckersymbol macht mir einen Tagesbericht. Das heißt, für den entsprechenden Tag, an dem ich meine Einträge erfasst habe, bekomme ich
die entsprechenden Einträge ausgegeben. Ich wähle den blauen Drucker und drucke damit einen Gesamtbericht. Ich bekomme eine Liste mit allen von Kevox zur Verfügung gestellten Vorlagen. Zum Beispiel der Mangelbericht, der ihre Mängel ausgibt, der Tätigkeitsbericht für die Tätigkeiten und so weiter. Ich wähle die Gesamtübersicht. Kevox Go erstellt mir ein PDF-Dokument. Sie sehen in dem Dokument den Gesamtreport von eben dem heutigen Tag, in dem mein Projekt gelistet ist, sowie alle Einträge, die ich aufgenommen habe. Unten versehen mit einer Unterschrift. Mit einem Tipp auf Versenden kann ich das aus dem iPhone direkt verschicken. Auf Ihrem iOS-Gerät können Sie wie gewohnt Ihre personalisierten Aktionen ausführen. Bei mir zum Beispiel Kopieren der PDF-Datei, Drucken oder Abspeichern in den eigenen Dateien. Das wähle ich jetzt einmal. Es wird auf meinem iPhone gespeichert und ich tippe einmal auf Sichern. Damit ist die PDF abgespeichert. Um Ihre Arbeit im täglichen Betrieb zu beschleunigen, können Sie sich aussuchen, welche Einträge Ihnen von Kevox Go angezeigt werden und welche nicht. Dazu tippe ich einmal unten rechts auf Optionen und anschließend auf Eintragsauswahl. Sie sehen alle in Kevox Go verfügbaren Einträge und können jetzt anwählen oder abwählen. Ich entferne einmal das Wetter und die Zeiterfassung sowie den Tätigkeitsnachweis. Mit einem Klick zurück auf Optionen und in mein Projekt rein werden die Einträge übernommen. Ich tippe einmal oben auf das Plus und Sie sehen meine verkürzte Liste. In diesem Video haben Sie erfahren, wie Sie in Kevox Go Einträge aufnehmen und ausgeben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Video. Sie möchten Kevox Go im vollen Umfang weiter nutzen? Gehen Sie auf doku.kevox.de und verlängern Sie Ihre Lizenz unter dem Reiter Preise.